Das WB-Gespräch von Willisauer Bott wird Ihnen präsentiert von der Mobiliar Generalagentur Willisau Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region und der GUT AG Gebäudetechnik. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum WB-Gespräch vom Monat August. Mein heutiger Gast ist der Ringer Stefan Steifi-Reichmuth aus Grosswangen. Er hat Anfang des Monats in Tokio an den Olympischen Spielen teilgenommen und als erster Schweizer Freistilringer seit 29 Jahren ein olympisches Diplom erkämpft. Mit ein bisschen Distanz zu den Ereignissen möchte ich heute im WB-Gespräch mit ihm vertieft über sein Erlebnis Olympia reden. Ein Erlebnis, das zuerst um ein Jahr verschoben worden ist und dann trotz allem auch stark im Zeichen der Corona-Pandemie gestanden ist. Steifi Reichmuth, schön, dass Sie bei uns sind. Zuerst die Frage, wie geht's? Ja, es geht eigentlich sehr gut. Meine Blessuren am Auge oder irgendwie die Schulter ein bisschen, hat sich eigentlich sehr gut verhält. Ich bin jetzt natürlich froh, dass ich ein paar Tage trainingsfrei habe und jetzt kann ich ein bisschen erholen, auch mit körperlich arbeiten. Mental ist das braucht noch ein bisschen Zeit, aber ja, mir geht es sehr gut. Ja, ein 8. Rang an den Olympischen Spielen für einen Schweizer Ringer ein sehr herausragendes Resultat, oder nicht? Mal sicher, also jetzt auch ein bisschen mit Abstand muss ich wirklich sagen, ich bin zufrieden. Ich konnte sehr gute Leistung können bringen in Tokio. Es hätte eine super Leistung sein, also ich konnte eine Medaille mit hinnehmen. Aber ja, das haben wir jetzt seit 3 Jahren, dass wir das hinbringen für Paris. Sie haben es gesagt, unmittelbar nach der Niederlage der Repechage haben Sie ein Interview gegeben, man kann vielleicht auch sagen müssen geben, gerade beim Schweizer Fernsehen, wo Sie verständlicherweise extrem enttäuscht waren. Sie haben es vorher schon gesagt, eben, Sie sind zufrieden. Ist die Enttäuschung schon ein bisschen aufgelöst oder halt gleich immer noch da, wenn man gleich ein bisschen mehr hätte wollen? Nein, es ist wirklich so. Also jetzt hat sich wirklich die Zufriedenheit festgelegt im Körper auch. Klar, so gerade nach dem Kampf, das sind natürlich Emotionen, die man nicht steuern kann. Und das war sehr her. Da ist der ganze Wettkampf vorbei. Wir hatten das Ziel keine Medaille, man hat es nicht erreicht. Und man muss sehen, man kommt ab der Matte und 2 Minuten später steht man in der Mediengasse und jetzt steht die Kamera für die Kamera parat. Und da hast du nicht lange Zeit zum Sammeln, aber es wäre auch nicht gegangen. Also ich habe vorher und nachher beim Nationaltrainer noch mal Tränen vergossen, weil das ist einfach, ja, ist hart, weil man so lange auf das hingearbeitet hat und schlussendlich halt nicht zu 100% aufgegangen ist. Was mir aufgefallen ist in dem besagten Interview beim SRF unmittelbar nach dem Kampf, ist, dass Sie gesagt haben, Sie seien körperlich dürr gewesen. Und haben am Schluss nicht mehr zusetzen können, auch bei dieser Repechage. Hat Sie das selber überrascht oder ist das schlussendlich einfach ganz normal, immer so, wenn man eben, in diesem Fall 3 Kämpfe auf dem höchsten Niveau bestreitet? Ja, ein bisschen weit schon, aber ein bisschen weit ist sicher auch der Körper sehr an der Grenze gesetzt. Auch in der Vorbereitung haben wir es gemerkt. Wir hatten ein bisschen mit den Schulterproblemen gehabt in der letzten Vorbereitung in Andermatt. Die haben wir dann immer können lösen, von Training zu Training. Bei mir anderen habe ich noch ein bisschen die Adduktoren, noch ein bisschen, hat es mir noch eins eingefetzt. Und man hat einfach gemerkt, es hat sicher keine Woche länger Training mehr leiden können. Also es ist wirklich halt so. Wir waren wirklich voll am Limit mit dem Körper, was ja auch gut ist an dem Highlight. Vielleicht hätte man allenfalls noch ein bisschen mehr müssen Regeneration einplanen, aber eben, da ist so viel Druck rum, wo einem auch immer Energie raubt. Und das sind sicher Faktoren, die man sonst nicht hat, weil IM und WM ist doch auch etwas völlig anderes als ein Olympisches Spiel. Sie haben das gerade angesprochen, der spezielle Anlass, Olympische Spiele. Ich habe es in der Einleitung gesagt, es ist um ein Jahr verschoben worden. Corona war gleich eines der grossen Themen, hat den Anlass geprägt. Wie haben Sie Ihre ersten Spiele erlebt? Vielleicht auch unabhängig vom Sportlichen, vom Drum und Dran? Ja, es war ein sehr cooles Erlebnis, es war eine riesige Erfahrung. Zusammen auch das teilen dürfen mit dem Sammy Scherrer, der ja sozusagen auch das erste Mal an den Olympischen Spielen so
dürfen miterleben als Trainingspartner. Ja, das ist ein riesen Ding. Als kleiner Bub sieht man es im Fernsehen, schaut man die Olympischen Spiele und hat einen Traum von den Olympischen Spielen. Und plötzlich ist man dort, man sieht all die super Sportler im Athletendorf, man ist mit denen. Auch der Teamgeist im Swiss Olympic Team untereinander. Also man hat wirklich, wenn man die Sportler im Lift getroffen hat oder so, hat man gefragt, hey, wie läuft es, wie ist die Vorbereitung? Oder wenn sie irgendein Match gewonnen haben oder gerade Wettkampf hat, hat man viel Glück gewünscht oder gratuliert, wenn sie mit der Medaille zu laufen sind. Und das war schon recht eindrücklich gewesen. Und es braucht sicher auch ein Zeitchen, als man das verarbeitet hat. So wie Sie das erzählen, heisst das eben, der Olympia-Spirit, der war rum, der war spürbar. Weil von außen hat man den Eindruck gehabt, das ist alles sehr streng reglementiert, Einschränkungen. Aber man glaubt, man müsse relativ kurzfristig anreisen, unmittelbar nach dem Wettkampf wieder heim. Der Spirit, den haben Sie trotzdem gespürt? Ja, das ist klar. Also das Olympische Dorf war eigentlich normal, wie in Rio oder in London auch, haben es mir erzählt, die anderen Sportler, die schon mehrere Olympische Spiele gemacht haben. Einfach war Maskenpflicht. Beim Essen, bei der Essenhalle musste ich so ein Böckchen müssen hocken, wo links und rechts ein Scheibeli ist, wie jetzt hier. Ja, aber sonst. Ich glaube nicht, dass so eine Pandemie kann auch nicht so einen Olympic Spirit durchbrechen kann. Es ist brutal, wie die positive Energie der verschiedenen Sportler und so spürst, alle gut getroffen. Wenn sie Medaille gewonnen haben, sind sie mit der Medaille zu laufen gekommen und alle haben einander gratuliert, auch manchmal landübergreifend. Also es ist wirklich eine coole Sache. Das ist ein gutes Stichwort, die Medaillen, die gewonnen worden sind von den Schweizerinnen und Schweizer auch. Mir ist ein Foto aufgefallen auf Social Media von Ihnen mit Mountainbikerinnen, Jolanda Neff, Sina Frey, Linda Indergand, die den kompletten Medaillensatz gewonnen haben. Sie haben das vorher gesagt, wenn man die Sportler trifft, dann kommt man ins Gespräch. Mich würde es interessieren, eben, kommt das automatisch? Trifft man die einfach so? Haben Sie das vielleicht selber auch ein bisschen gesucht? Oder ist sogar Swiss Olympic, wo probiert, gerade die erfolgreichen Athletinnen und Athleten mit denen, die ihre Wettkämpfe noch haben, ja, zusammenzubringen, um quasi eben für Inspiration, zusätzliche Motivation zu sorgen? Wie läuft das so, dass man eben einander trifft und ins Gespräch kommt? Nein, jetzt bei diesen drei Mountainbike-Ladies war es wirklich so, gewesen, wir sind zufälligerweise gerade an sie hochgelaufen. Sie waren ja für eine Nacht ins Olympische Dorf, gewesen, weil ja Bike-Wettkampf weiter weg sind. Von Tokio sind sie nicht im Olympischen Dorf einquartiert. Aber für eine Nacht durften sie gleich noch ins Olympische Dorf kommen. Wir sind ja gerade an sie hochgelaufen im Dorf. Wir haben dort sicher ein Foto zusammen gemacht, es ist ins Gespräch gekommen, wie sie gefeiert haben, was sie gemacht haben. Ein bisschen so, aber sonst ist halt, ja, die Leute, die halt erfolgreich sind oder Medaillen gewinnen, das ist halt das Programm sehr eng gewesen. Oder jetzt in Tokio, weil sie halt eben zum Teil jetzt Beachvolleyballerinnen sind mit Meerheim geflogen, oder? Und die haben den Tag vorher dann Bronze gewonnen. Also hat man dann nicht mehr viel Gelegenheit oder Zeit, das zu machen. Und das ist halt auch Mediatermine. Es braucht halt alles auch viel länger, weil du überhaupt Sicherheitskontrollen hast und alles. Und darum gibt es die ganz intensiven Gespräche nicht. Die intensiveren Gespräche gibt es eher mehr, wenn man in der Physiotherapie ist oder so und einander trifft. Oder mal wir hatten auch Swiss Lounge gehabt, und dort konnten alle Wettkämpfe anschauen im Fernsehen. Und dort hast du einander auch mal getroffen. Es hat auch Kaffeemaschinen drin gehabt. Und ist doch auch beliebt bei den Sportlern, wenn man einen Kaffee trinkt. Und dann hast du sie eigentlich so getroffen. Und dann bist du eigentlich gerade im Gespräch, du redest gerade über das. Und manchmal auch nicht nur über Sport, auch sonst. Und du kennst ja zum Teil auch die Leute schon privat. Oder hast zusammen eine Rekrutenschule gemacht, in der Spitzensport-Rekrutenschule. Oder also sei es irgendetwas. Und die Swiss Olympic macht ja immer auch so ein Team-Event. Das war jetzt 2019 im Herbst, gewesen, weil sie ja gedacht hat, es ist im 20. die Olympischen Spiele. Und dort hat man meistens auch so ein bisschen Gruppenspiele und tut miteinander kennenlernen. Und so, der hat man etwas mehr voneinander. Ja. Unabhängig von diesen Begegnungen und Gesprächen mit anderen Athletinnen und Athleten, gibt es irgendeine Begebenheit, irgendeine Anekdote aus dem Olympischen Dorf, die Ihnen noch lang wird die beste Erinnerung bleiben? Ja, es war sicher cool mit den Volunteuren, also die Helfer, die Japaner, die im Dorf selber waren. Das sind so freundliche Leute und haben ja auch. Ich glaube, für jeden Sportler hatte es 7 Helfer, also wirklich sehr viel.
Und da hast du zum Teil in der Dining Hall hatte es Leute gehabt, die hatten nur immer Schildli gehabt, please wear masks. Und haben eigentlich 10 Stunden lang einfach so gemacht, auf Schildli. Also, es war krass gewesen, wie viele Helfer die hatten und ja, oder wie sie dich begrüßt haben, oder wenn du dann von der Halle raus oder vom Olympischen Dorf in die Halle gefahren bist mit dem Bus und du ausgestiegen bist, sind immer etwa 10 freiwillige oder Helfer dort gestanden und haben einfach nur gewunken und dich begrüßt. Und wenn du wieder gegangen bist, haben sie gesagt, see you next time. Und, ja, oder auch das Volk außerhalb, wo ich 3 Tage vor dem Wettkampf ins SRF-Studio gehen. Das war etwas außerhalb vom Athletendorf. Und dann haben wir 50 Meter, der Sammy und ich sind 50 Meter außerhalb vom Olympiadorf rumgelaufen. Und da sind gerade also Einwohner von Japan, wie die auf uns zugesäckelt sind und gerade Selfies haben wollen und Pint tauschen mit uns. Und eine riesige Freude, wie sportbegeistert das japanische Volk ist brutal. Und auch überall, wo du mit dem Bus durchgefahren bist und die Leute sind zur Arbeit oder so, die haben gerade angehalten und gewunken und Videos gemacht mit den Nathan. Und es ist schon schön zu sehen, aber es ist auch hart, dass sie nicht ins Stadion dürfen. Genau, nicht dürfen ins Stadion. Das gilt in gewisser Weise auch für sie. Eben Eröffnungsfeier, Schlussfeier. Das sind normalerweise riesen Highlights neben den Wettkämpfen selber. Die haben praktisch ohne Zuschauer müssen stattfinden. Aber viele Athleten konnten gar nicht teilnehmen. Trauern sie dem ein bisschen nach? Ja, nein. Also es ist wirklich durch das, als keine Zuschauer hatten, haben auch wirklich Sportler auch selber gesagt, die in der Eröffnungszeremonie dabei waren. Es war nicht das Gleiche wie in Rio oder in London. Und darum hat mich das auch ein bisschen vertröstet oder gesagt, ja, es ist einfach so, oder? Wir sind gegen Schluss dran gewesen, und wenn wir auch wegen ums Freck hätten noch wollen, hätten wir auch wegen der Schlusszeremonie schon noch dabei sein können. Aber irgendwie noch 10 Tage Tokio, noch 10 Tage so strenge Corona-Massnahmen und alles. Und wir sind halt entweder im Olympischen Dorf oder in deiner Wettkampfhalle in die Stadt raus, hast du nie dürfen. Da war es irgendwann gewesen, und ich bin froh gewesen, dass ich heim dürfen. Froh gewesen, dass sie heim dürfen, das ist noch so, um den Bereich abzuschließen. Das Drum und Dran, eben einfach die herausragende Stellung von diesen Olympischen Spielen. Wie gross ist doch vor, dass man gerade bei der ersten Teilnahme halt gleich ein bisschen in Anführungszeichen erschlagen wird? Eben, sie haben von den Leuten geredet, die auf einem zukommen, einfach von vielen Eindrücken, die es gibt. Und eigentlich ist man ja dort, um den Wettkampf vom Leben abzuliefern. Wie sind Sie mit dem umgegangen? Kann man sich überhaupt auf das vorbereiten? Eben, man hört das immer wieder, aber ich denke, wenn man es erlebt. Ja, es ist so. Man kann zum Teil mit anderen Sportlern reden, die das schon erlebt haben. Die können einem genau sagen, wie es wird sein oder wie es geht. Aber das ist genau die Schwierigkeit an den Olympischen Spielen. Das ist genau das, was schlussendlich halt wieder nicht aufgeht. Man hat es mit Simon Biles gesehen, man hat es mit Djokovic gesehen. So Riesensportler. Und sie bringen einfach plötzlich die Leistung auch nicht an den Olympischen Spielen. Es ist einfach ein völlig anderer Wettkampf ist, als sonst. Es ist nicht wie Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, wo nur mit den Ringern dort sind. Oder? Das sind gigantische Grössen mehr, die du an den Olympischen Spielen erlebst. Oder sei es nur mit Medientagen und alles. Schon im Vorfeld der Olympischen Spiele haben wir auch gezielt Medientage eingerichtet, wo ich auch ein Interview geben konnte und auch eine Medienfrage zurechtkommen konnte. Und das ist schwierig. Das kannst du nur alle 4 Jahre einmal üben. Und darum ist es so schwierig, das zu machen. Aber ja, ich glaube, die besten Sportler sind die, die wirklich einfach nur ja, die Olympischen Spiele als Training anschauen. Also wirklich, wenn du dort auf die Matte gehst, es ist Wettkampf wie der andere auch. Und so, ja, ich sage, wenn du eine normale Leistung an den Olympischen Spielen bringst, dann kannst du um eine Medaille mitbringen. Das ist einfach so, weil es auch viele derer gibt, die es nicht hinbringen, oder? Ja, schauen wir noch ein bisschen voraus. Sie haben sofort nach dem Wettkampf zu Tokio gesagt, der Fokus ist schon auf Paris gerichtet, wo jetzt auch in 3 Jahren ist. Ich habe mir die Frage gestellt, hat es denn nie irgendwie einen Gedanken gegeben, zu sagen, hey, ich bin WM-Dritte, ich habe ein Olympiadiplom, mehr geht für einen Schweizer Ringer, fast nicht. Das war es, international. Weil auf Paris den Fokus zu legen, 3 Jahre, das bedeutet ja wieder 3 Jahre mindestens extremen Aufwand.
auf sehr viel verzichten. Sie wissen genau, was das bedeutet. Aber die Gedanken zu sagen, hey, das ist schön gewesen, aber es geht nicht mehr. Sind die Gedanken um gewesen? Oder haben Sie Angst, dass die vielleicht noch kommen? Nein, es war eigentlich schon immer geplant. Es war schon immer auf Paris geplant. Es war schon geplant, dass wir in Tokio möglichst die Medaille holen und in Paris die oberste Runde angreifen. Ja, und der Traum geht jetzt weiter. Und es hat ja auch noch andere Ziele, eben wie ein Bronze. Ich glaube, jeder Sportler will auch mal noch einen Weltmeistergürtel um die Hüfte haben. Und ich habe die Ziele. Ich glaube auch, ich habe alles, um das zu erreichen. Klar, es muss wieder vieles stimmen, die Gesundheit muss mitmachen und alles. Aber schlussendlich ist das genau mein Traum, den ich lebe. Nicht nur die Olympischen Spiele, sondern am Morgen können aufzustehen und deiner Leidenschaft nachzugehen. Oder? Und das vollberuflich, jetzt, so wie ich es auch können regeln mit meinem Umfeld und allem. Und das ist ein riesiger Traum. Und das kann nicht jeder Sportler behaupten. Oder? Er kann wirklich sein Hobby zum Beruf machen. Und das ist ja, eine riesen Ehre, ein riesen Traum. Und darum, ich liebe mein Leben so, auch mit diesen harten Trainingslagern und alles andere. Also, ja, klar hat man auch mal nicht so schöne Zeiten, wenn wir irgendwo mal im Ausland sind und Bilder von daheim bekommt und dann denkt man, man ist gerne wieder daheim. Aber das gehört halt dazu. Du hast auch nicht nur schöne Zeiten beim Willi Sauerbott. Sehr gut. Zum Abschluss noch eine Frage, die vor allem die Fans von der RC Willi Sauer Lions beschäftigen dürfen. Ist klar, jetzt steht das erste Mal Erholung, Regeneration an. Aber in diesen Tagen geht auch die Mannschaftsmeisterschaft die neue wieder los. Wie sehen die Fans, die Willisauer-Fans, der Stevie, endlich wieder im Dress von der Lions? Ja, jetzt gehe ich am 17. fliege ich ab in die Ferien. Für 3,5 Wochen mal ein bisschen abschalten. Ich glaube, es braucht es auch. Ich glaube, es braucht es auch, was ich meine Leistungen zeigen kann. In den Erwartungen der RC Willi Sauer Lions-Fans gerecht werden. Nachher denke ich, laufend Oktober werde ich wieder auch für die Lions im Einsatz stehen. Natürlich den dritten Titel in Folge wollen zu gewinnen. Sehr gut, Stevi Reichmuth. Herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind und sich dem WB-Gespräch gestellt haben. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war es vom WB-Gespräch vom Monat August. Das nächste Monatsgespräch von Willi Sauerbott sehen Sie Ende September. Das WB-Gespräch von Willi Sauerbott ist Ihnen präsentiert worden von der Mobiliar Generalagentur Willisau Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region und der Gut AG Gebäudetechnik.